Bei der Stichwahl des neuen Präsidenten in Polen zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Bis zum Mittag gab knapp ein Viertel der Berechtigten ihre Stimme ab, deutlich mehr als bei der letzten Stichwahl vor 5 Jahren. Amtsinhaber Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt. Er will unter anderem in der Verfassung verankern lassen, dass gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder adoptieren dürfen. Gegenkandidat Trzaskowski will das Land wieder stärker an die EU annähern. Die umstrittene Justizreform der Regierung, die Warschau auf Konfrontationskurs mit Brüssel gebracht hat, will er rückgängig machen. In Polen hat der Präsident nicht nur repräsentative Aufgaben, sondern auch Einfluss auf die Politik. Unter anderem kann er mit einem Veto Gesetzentwürfe des Parlaments stoppen. Die Wahllokale in Polen schließen am späten Abend.